Moin moin meine Lieben und willkommen in der Eiszeit. Wir haben hier momentan eine Kältewelle, sind auf dem Weg zu einem Rauchgenerator. Leider aktuell noch nicht, weil Darfru einen Zusammenbruch hatte. Dementsprechend werden wir das Ganze wahrscheinlich jetzt mal eben kurz abbrechen. Und ja, momentan heißt es erstmal hier mit der Unterkühlung klarkommen. Er kommt jetzt auch wieder zurück anscheinend. Unterernährung trivial. Hat sich wieder erholt. Ich weiß es nicht. Übergeschnappt immer noch, okay. Auf jeden Fall, ja, werden hier gerade noch Waffen gebaut. Wir brauchen auch schwere MPs, denke ich, dafür, denn es hat sich ein Mechanoiden-Cluster gebildet mit einem Rauchgenerator. Ist nicht so schlimm, weil eh Kältewelle ist und wir entsprechend eine richtige Veranstaltung erwartet. Okay. Ein Rednerpult und einen Anführer brauchen wir, okay. Warum das nicht dazu connected ist, ist mir ein Rätsel, muss ich sagen. Das verstehe ich wirklich nicht. Ich denke, den hier können wir, die Reihe können wir eigentlich lassen. Na, die können wir da hinsetzen. Machen wir es lieber so. Gut. Auf jeden Fall sind die jetzt wieder ready. Und wir können endlich die Reise vorbereiten. Weil der Rauchgenerator muss weg. Na, geht immer noch nicht. Wir brauchen Nahkämpfer dabei. Der muss sich erstmal erholen. So, die ganzen Sachen gehen auch gerade hier kaputt. Das ist schön. Auch wenn ich den Parker aus Hypergewebe echt gerne verwendet hätte, aber... Das zum Beispiel ist unlogisch, dass es keine Möglichkeit ergibt, irgendwelche Klamotten zu zerstören. Das ergibt für mich keinen Sinn. Mehr Flickenleder kann man machen aus mehreren Leder. Und man kann doch zum Beispiel, wenn ich jetzt T-Shirt, einen Stoff brauche, kann ich doch das T-Shirt hier auch zerstören, habe dann auch Stoff. Ich habe zwar Stofffetzen, aber mein Gott. Genau das Gleiche. Aber das ist unrealistisch. Dass man aus Sachen, die die Gegner getragen haben, keine Kleider herstellen kann. Und die legen ja irgendwo Werte darauf, dass man alles verwenden kann und bla. Und ne, das ist ein bisschen unrealistisch. Es muss ja keine große Menge sein, aber eine kleine Menge. Durch ein bisschen Syngarn, ein bisschen Hypergewebe. Das würde Sinn ergeben. Je nach Teil halt mehr oder weniger. Also für mich würde es Sinn ergeben auf jeden Fall. Weil ich meine, wir sind hier in einem Survival-Ding, ja. Und da nutzt man natürlich, was man zur Verfügung hat. Da macht man halt auch Kleidung kaputt, die man nicht braucht. Ne, ob man da jetzt neue Kleidung draus macht oder sich den Arsch abwischt, ist ja erstmal völlig egal. Aber man verwendet das ja. So. Erste Waffe ist fertig, das ist sehr schön. Eine gute, und da haben wir auch noch eine gute. Hätte ich gar nicht gedacht, dass zwei schon fertig sind. Der ist echt schnell. Erstaunlich. Die dritte ist auch bald fertig. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Entwicklung hier. Danach wird wieder auf Verteidigung gegangen mit den Schutzhelmen. Da brauchen wir noch zwei. Sehr schöne Entwicklung, gefällt mir. Ja, die Kältewelle scheint vorbei zu sein. Das heißt, wir können auch hier die... ausstellen. Das finde ich sehr schön. Wobei das irgendwie auch keiner macht. Ja, kann man eigentlich sogar anlassen, ne?
wenn wir ehrlich sind. Ich weiß, ist kacke. Aber ich glaube, ein bisschen die Temperatur zu erhöhen ist schon nicht schlecht. Wisst ihr, was mir gerade mal so aufgefallen ist? Dass ich völlig vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte. Ich werde alt. Ich werde so alt. Mir fällt das gleich wieder ein. Und dann denke ich mir so, warum nicht eben? Warum nicht eben? Warum erst eine halbe Stunde später? Ach ja, stimmt doch. Genau, dieser eine Satz, der hier jemand in die Kommentare geschrieben hat, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon drüber gesprochen, den fand ich wirklich gut. Also mit dem, dass man hier Gesundheit und Freude halt nicht kaufen kann oder nicht wiederbekommt. Und das ist so wahr. Also es ist so wahr einfach. Und umso länger man so drüber nachdenkt, ne, da ist Weisheit drinne. Ja? Weil irgendwann ist man alt und gebrechlich und dann hat man einen Haufen Geld vielleicht, je nachdem, wie man gespart hat. Und was soll man mit dem Geld noch machen? Na, klar, man kann es ausgeben, um sich eine Freude zu machen, um zu überleben, um eine schöne Rente zu haben. Aber es kann einen so die Momente mit der geliebten Frau oder den Kindern oder mit anderen Sachen nicht wiedergeben. Und wenn du vielleicht 60 bist und du wünschst dir dann, dass du mit 40 vielleicht zum Beispiel mit Klavier angefangen hättest, dann ärgert dich das natürlich. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Seid ihr 60 Jahre alt und ihr wollt ein Instrument lernen, go for it. In ein paar Monaten könnt ihr schon richtig musikalisch klingen. Stimmt, das wollte ich euch übrigens erzählen. Unter anderem. Auf jeden Fall, dass man da einfach wirklich so den Moment, die aktuelle Zeit genießen sollte mit seinen Liebsten, weil das kann so schnell gehen, wie ich bei meiner Oma halt gesehen habe auch. So, was ich erzählen wollte, während ich hier mal kurz die Karawane mache für den Rauchgenerator, eigentlich wollte ich nämlich, warte mal, wir haben hier noch was. Und zwar, hol dir mal einen Schildgenerator. Wo ist der? Wo ist der Schildgenerator? Wir haben einen Schildgenerator. Hast du den angezogen? Ja, Schildgürtel. Good boy, good boy. Und wir brauchen eventuell mal eine neue Waffe. Und dafür würde ich gerne ein Plastahlmesserchen machen, ein Plastahlgladius. Da müssen wir eine Schmiede für bauen. Ist eigentlich auch völlig unangebracht, hier wieder eine Schmiede zu machen, aber egal. So. Ja gut, auf jeden Fall geht es mir darum, dass man die Zeit halt nicht wiederbekommt. So, und dementsprechend sollte man das so lange nutzen, wie man kann. So, davon ab wollte ich halt erzählen, und ich hoffe, der wird auch gleich hergestellt, der Gladius hier. Nee, du machst erst den Gladius bitte, weil der muss gleich losgehen. Dankeschön. Es geht darum, dass ich ja jetzt seit, ich glaube, 3 Monaten sind da, ich glaube, 3 oder 4 Monate sind es jetzt, Klavier spiele. Und ich muss sagen, am Anfang war es schwierig. Es ist immer noch schwierig, herausfordernd, aber es ist ein anderes Gefühl, weil langsam klingt das, was ich tue, musikalisch. Ja? Am Anfang ist es Geklimper, es klingt nach überhaupt nichts, es hat keinen Rhythmus, es hat keine... Du hast einfach ein gewisses Denken nicht in deinem Kopf. Dieses musikalische Verständnis hast du einfach nicht. Du kannst dir nicht wirklich... Du kannst zwar hören, welche Töne sich nacheinander gut anhören, aber du... Dieses Experimentieren fällt einem nicht so einfach oder auch das Aneinanderreihen von irgendwelchen Akkorden nicht, wenn man einfach diese Fingerfertigkeit nicht hat. Und das entwickelt sich in so den ersten Monaten langsam. Und jetzt so im zweiten bzw. dritten Monat, ich glaube dritter Monat ist es jetzt, doch dritter, sollte der dritte sein, entwickelt sich das langsam. Dass ich auch das Gefühl habe, okay, das klingt irgendwie nach was. Ne? Und na, schon alles sehr herausfordernd. Und da haben wir ein... Das ist nicht das Messer. Da haben wir es. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dass es langsam wird, weil dann macht das auch viel mehr Spaß. Und ich glaube, dass viele aufhören, bevor sie diese Entwicklung gemacht haben. So, 11,47, sehr schön, dann können wir machen. Weil, ich sag mal, vorher ist halt einfach Kacke, muss man halt einfach sagen. Vorher ist es Kacke, du hörst dich Kacke an. Ich höre mich immer noch Kacke an übrigens. Aber es ist halt ein anderes Level von Kacke.
Es ist nicht mehr so kacke, sondern noch ein bisschen kacke. Und schon so ein bisschen musikalisch, ja. Und ich glaube, das ist ganz viel wert, wenn man so lange durchhält. So, aber bevor ich jetzt hier weiter schnatter, ich muss mal eben was machen. Und zwar brauchen wir einmal hier 25 Stück. So. Wie nur 6 Stück. Was soll denn das? Kann Trichter nicht befüllen? Verfügbare Nahrung ist auf Lagerplatz mit höherer Priorität. Wollt ihr mich verarschen? Das hat eine ganz normale Priorität. Lux jagt Henry Schwind. Übrigens, das meinte ich mit aggressiven Tieren und der Schwierigkeitsgrad steigt. Ne? Was vielleicht auch daran liegen kann, wobei da vorne ist zum Beispiel ein Truthahn, eine Truthenne. Die wäre einfacher gewesen für ihn. Aber er hat sich dafür entschieden, unseren Kolonisten anzufallen. Warum kommt das wohl? Wie ist das wohl passiert? So, jetzt behandeln bitte. Das ist halt das Problem, deswegen kill ich die auch immer. Und deswegen kommt da, diese kleine Ratte da. Die wird jetzt auch was aufs Maul kriegen. So. Gar keinen Bock drauf, ne? Reserviert von Henry Schwind. So. Und jetzt möchte ich endlich mal die Karawane machen, aber es geht nicht, weil hier irgendwie das nicht rein platziert wird. Warum auch immer. Das packen die da einfach nicht rein. Ach, ich weiß warum. Oh, Leute, ich weiß warum. Na, seht ihr das Problem? Ich glaube, ihr habt es gerade gecheckt, ne? Da. Menschenfleisch war nicht erlaubt. Dementsprechend hat er das Menschenfleisch da nicht reingepackt. So, jetzt werden wir versuchen, damit jetzt eine. So. Aber Nährstoffpaste verdirbt richtig schnell. Scheiße. Also egal, wie man es dreht und wendet, wir brauchen andere, wir brauchen Bären oder so. Sonst können wir da nicht hin. Wir brauchen was anderes zu essen. Es geht gar nicht anders. So eine verdammte Kacke. Ich versuche ja mal eben kurz Sachen zu finden, also Bären, die wir mitnehmen können, um dann, sage ich mal, damit vielleicht zu überleben. Es ist echt bescheuert, ne? So eine Scheiße. Mich ärgert das. Egal, lassen wir die erstmal machen. Den anderen geht es auch bald wieder besser hier. Und da haben wir noch eine weitere Waffe. So, jetzt sind wir schon mal ein bisschen besser ausgerüstet. Das ist nicht optimal, aber die Waffen sind schon mal gut. Jetzt kommt noch die, ne, die Schutzwesten kommen jetzt noch. Wobei die sind auch schon fertig hier, wie wir gesehen haben. Genau, Schutzwesten sind fast alle fertig. Schutzjacken wären auch sinnvoll. Aber haben wir noch genug Bauteile? Ja, das ist halt so der Faktor, ne? Bauteile. Ja, 42 haben wir noch. Ist noch nicht die Welt.
Aber kann man eigentlich machen. So, Kalksteinblöcke haben wir auch wieder. Das ist gut. Brauchen wir allerdings gerade nicht. Und wir brauchen eine Rolle, und zwar den Sophisten. Ein Psychopath, das macht sich doch gut als Sophist, ja. Das ist der moralische Führer. Finde ich gut, ne? Diese Totenköpfe hier, ey, genial. Okay, ich hoffe, dass wir heute noch den Rauchgenerator erreichen, ey. Werde jetzt erstmal machen lassen und dann werden wir das hoffentlich gleich. Ja, Bären haben sie, fressen sie selber auf. Toll. Aber ich lasse sie jetzt erstmal machen und dann hoffentlich haben wir gleich ein paar Bären drin. So, jetzt kommen wir hier endlich mal voran. Sind jetzt auch hier, haben ein paar Bären dabei, genug Rationen auf jeden Fall. Das Dingelchen ist jetzt, dass wir hier vorne einen Pikenier haben und einen Mini-Kugelwerfer. Das Ding ist, wir sind auf einem Level, also ausrüstungstechnisch, wo die uns noch richtig gefährlich werden können. Das heißt, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Ja? Die haben allerdings gute Waffen. Und das linke Bein wurde abgeschlagen. Oh. Ah, das habe ich nicht gesehen. Tja, Murphy, da müssen wir dran arbeiten. Okay, wie machen wir das denn jetzt am besten? Das Problem ist, dass wir irgendwie da rankommen müssen. Erstmal den Kugelwerfer weg hier. Eine Nadelkanone ist auch übel, aber es ist eine schlechte zum Glück. Aber trotzdem, das hätte ganz schön in die Hose gehen können. Deswegen bin ich ganz froh, dass es geklappt hat. Aber ja, komm. Never mind. Wobei, wir können hier... Kriegen wir da eigentlich Punkte für? Ich bin mir nicht sicher, ob wir Punkte dafür kriegen, aber... Ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache schnell kaputt. So, jetzt können wir wieder nach Hause. Ätzend, oder? Richtig ätzend. Verdirbt in 07. Wir hatten eben noch 5 Tage oder so. Ich weiß nicht, warum es jetzt plötzlich 5-7 ist. 07. Statt irgendwie... Das verstehe ich nicht so ganz. Überfall. Das wird jetzt interessant. Vier Leute haben wir als Angreifer.
Und sie flüchten. Wie geil ist das denn bitte? Raufbold, neidischer Jogger. Schneller Lerner und faul. Er lernt ziemlich schnell, ist aber langsam beim Arbeiten. Ist auch nicht so optimal. Das nenne ich mal eine glückliche Fügung hier. Vielleicht irgendwelche Körperteile, die ich brauche? Nö. Golderz? Wollt ihr mich verarschen? Wir haben Golderz. Heftig. Tja, deine Waffe ist sowieso deutlich schlechter als meine. Also von daher. So, und das hier können wir jetzt nämlich auch keinen Brennstoff mehr reinmachen. Dann haben wir hier das Ding auch. Sehr schön. Falls wir es mal brauchen sollten. Und das war's, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir werden den Typen mal eben kurz hier nutzen, damit er den Leuten ein bisschen was zu essen bringen kann. Und zwar Pemmican zum Beispiel. So. Wobei. Lieber nicht. Lieber doch nicht. Lieber doch nicht, weil. Die werden zwar kurz hungern, aber die sind in 0,4 schon da. Die werden also nur kurz hungern. Braucht man nichts tun. Okay, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal und tschüss.